Kino, 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 Kino. Handy. I thought Chloe might put up a pic of me instead. Holy shitballs. Frank is scary. I should have let Chloe take that money. Was? Wie unfreundlich. Aber ein sehr hübsches Bild. Chloe ansehen Kleidung. Chloe doesn't seem too upset she didn't take that money from the handicapped fund. Time to put on your daily armor, Max. Komm, wir ziehen es mal an. Ugh, still reeks like a chlorine factory. See if you can find a suitable outfit in my fashion hole. Okay. I was such a wuss to cower in the closet while David hit her. Ja, wir waren in Angst, also da hast du recht. Chloe is so damn cute. She's really trying to suss out what my vision means. Oh, at least we haven't been identified. Yet. Polizei und Feuerwehr reagierten auf einen Einbruch und einen Verfall von Vandalismus auf dem Campus der Blackwell Academy um 1.30 Uhr morgens. Die Polizei hat noch keine Angaben zu möglichen Verdächtigen gemacht. Vorfall. Die Polizei verhaftete einen nackten Mann mit Schwert. Das ist so eine andere Ausdrucksweise etwas. In der Nähe der Packing Park Road um 20.52 Uhr. Der noch nicht identifizierte Mann stand unter dem Einfluss von Energy Drinks. Oh Gott. Methamphetamin. Ja, bleibt bis zum Abschluss der Ermittlungen ohne Möglichkeit. Auf Kaution in Haft. Wer könnte das denn sein? Thank God she's okay. I wonder when I can visit her. Blackwell-Schülerin befindet sich im stabilen Zustand. Nach einem öffentlichen Selbstmordversuch an der Blackwell-Akademie befindet sich Kate Marsh in einem stabilen Zustand und unter Aufsicht des Gesundheitszentrums von Arcadia Bay. Derzeit sind keine weiteren Informationen verfügbar. Okay. Nackter Mann mit Schwert, jetzt komme ich schon das zweite Mal im Spiel vor. Yay. Ja, genau. I love this song. Halt auf. Wow, Sir. That was my 10th birthday. I didn't know Chloe kept this stuff. Voll gut. The fact that she put the photo next to Rachel's is so touching. Okay, ich brauche erstmal Kleidung, bitte. Wow. I remember this old phone. We decorated it together. Habt ihr eure alten Telefone noch oder gibt ihr die dann immer weg? Ich habe eins, glaube ich, habe ich noch oder so. Aber mein ganz altes erstes oder so eigentlich nicht, ne? Habe ich, glaube ich, auch schon weggegeben. Okay. Time for some Chloe cosplay. Hey, there you go. Rachel left a bunch of her clothes with me. She's your size. But not quite my style. Max, you don't have a style yet. At least give it a try. You can always rewind back to your chlorine brand t-shirt and generic jeans. You suck. I like my shirt and jeans. But it would be cool to try on Rachel's clothes just to see if they fit. Stop second guessing yourself, Max. Put this on and let your inner punk rock girl come out. You can afford to take chances whenever and whatever you want to try. For example, I dare you to kiss me. What? I double dare you. Kiss me now. Komm. Damn. You're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl-on-girl action. You're such a dork. Oh, man. That was priceless when I kissed Chloe. She didn't think I would.
Ja, es war ihr wirklich unangenehm. Erstmal sagt sie, große Klappe, nichts dahinter, ne? Also von dem, mal ganz ehrlich, was soll denn das? Ich habe mein Allererstes aus der ersten Klasse auch noch. Aus der ersten Klasse? Dein Handy aus der ersten Klasse? Wann hast denn du dein Handy? Wann hast denn du dein erstes Handy gekriegt? Aber ich lasse es jetzt mal. So, anziehen. Warum sollte man keine Frau küssen können? Jedes Mädchen hat schon mal ein anderes Mädchen geküsst. Bussard geben oder so. Looking sick, Max. A couple tats, some piercings, and we'll make a thrasher out of you yet. Ready for the mosh pit, Shaka Bra. Maybe not. Go on down and say hi to Joyce. Free breakfast. I have to wake and bake first. I promise not to tell. Let's not rewind and find out, okay? Gameplay mal, hi! Oh nein! Hast du Pipi in den Augen gehabt? Oh, ich habe Life is Strange Before the Storm durchgespielt und habe am Ende der Episode 1 echt Gänsehaut bekommen, fast geheult. Oh. Du Armer. Eine andere Frau geküsst, das bitte sonst glaube ich nicht. Na, das ist so. Naja, früher als hat jedes Mädchen einen anderen. Also der besten Freundin immer Bussis geben. Kennst du das nicht? Kennt ihr das nicht? Oh, Portemonnaie. Ach The so, das fact haben that wir ja she schon. put the photo next to Rachel is so Zurück. touching. Ach, Gameplay, Mann. Oh my god, that smells so amazing. Kate hat geschrieben. Ich danke dir aus tiefstem Herzen, dass du mir auf dem Dach eine helfende Hand gereicht hast. Du warst die Einzige, die für mich da war. Ich muss glauben, dass du gesandt wurdest, mir Hoffnung zu geben. Doch du hast mir so viel mehr als das getan. Mein Vater ist auch dankbar. Du wirst immer in unseren Gebieten sein. Mit all meiner Liebe, deine Freundin Kate. Oh. Schnurzelpurzel. It's like when we were kids here. Hä, hey, was wüssten wir jetzt? Wir sind doch schon da rumgelaufen. Wir haben doch schon alles. I better not go in there. David might be in bed. Ew. Sie war betrunken, ist ausgerutscht und zufällig. Nee, das habe ich ganz freiwillig gemacht, Brezel. Jungs küssen sich eher weniger. Ich weiß schon, das hat sofort einen anderen Touch irgendwie. Beziehungsweise Jungs, die sind da ein bisschen wackeliger. Und hinter den Monitoren der Zuschauer hört man ein leises Piep, Piep, Piep. Was? Nicht nur zwischen Mädels, sondern das war dennoch voll. Ja. Haben die Jungs auch abbusselt? Das weiß ich gar nicht mehr. Eher dann Küsschen links, Küsschen rechts. Busser links, Busser rechts. Ignoriere sie. Immer noch seine Warnungen. Haben sie den Schnee gefühlt? Waren Sie Zeuge der Sonnenfinsternis? Haben Sie die sterbenden Tiere gesehen? Die haben wir nicht gesehen. Zeichen sind überall. Caddy Bay ist das finale Schlachtfeld. Jesus Maria. Und der Mizi ist Ador. Das ist so geil. Das ist so geil, das Bild. Hier, das Mizi.
morning, Joyce. Rachel. I mean Max. Whoa, you startled me. Well, you fit those clothes well. Thank God you're not a hellraiser like her or Chloe. Now tell me exactly what you want to chow on. Eier und Bacon natürlich. Geil. Eggs and bacon all the way. Remember when you guys would sleep in until I yelled out, wakey wakey, eggs and bacon. Totally. We'd wake up so fast. So this time you can help me with the ingredients. I need you to grab me the actual eggs and the bacon. Jo, kriegst du. I can handle eggs and bacon. Arthur Gaming, vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen. Eggs. The eggs always come first, as Joyce used to say. Da sind die Eier. Der Speck ist bestimmt im Kühlschrank. Wow, so. Chloe still eats the same cereal. Same, same, but different. So do I. I should evolve and become a vegan, but... Oh, bacon. Ich sollte mich weiterentwickeln und vegan leben. Was ist denn für ein Schmarrn? Thanks. After all these years and everything that's happened, it's great to see you and Chloe together again. She hasn't had a good friend since you or Rachel. Oh, those clothes remind me so much of her. Such a sweet girl. I'm just hoping she's living large in L.A. I'd love to think that too, Joyce, but... We're on the same page, Max. I keep hoping that Rachel will show up or even send a message to Chloe from Hollywood. Or wherever she is. Oh. Bei Peachy habe ich nicht nachgedacht. Die erste und zweite Entwicklung passt zum Namen, aber wenn Peachy mal in der ersten Stufe reicht. Du wurdest immer von den Mädels mit Bussi auf den Mund begrüßt. Das war ganz normal. Wenn Neuer dazu kommt, hat mich immer für ein Playboy gehalten. Ja, aber das ist witzig, gell? Das hat man früher mal gemacht, aber irgendwie halt zum Doc nimmer. Also wenn man so älter wird. Ein richtiger Player, unsere Gurke. Wir wollten alle einen Gurkenknutsch haben. Unverändert bis heute. Be honest, Joyce. Do you think Rachel is okay? God, I hope so. She was... is smart. She always landed on her feet. Maybe I don't know her as well as I thought. Maybe Chloe doesn't either. Sometimes I feel like I don't know Chloe as well as I thought. Max Caulfield, are you actually jealous of Rachel? Vielleicht, vielleicht. Manfred, hi. Maybe. Rachel was so much cooler than me. You think? Then why has Chloe been telling me she wishes she could be more like you over the past 5 years? Doubt it. Did she really? 5 years ago feels like 1,000 now. And that makes me what, a century old? You're only 18, Max. Oh, youth. If only I could go back. It's not all that, Joyce. Voila, a breakfast fit for us queens. And a king. Go sit at the table. Oh. Na, heute waren wir nicht auf dem Oktoberfest. Heute waren wir in der Arbeit. Morgen gehen wir. Genau, morgen, übermorgen und am Sonntag. Und heute bin ich froh, wenn mich eine Frau mit Handschlag begrüßt. Ja, die Zeiten ändern sich. Oh, und ich knuddel dich immer, Gürkchen. Ich hoffe, du fühlst dich nicht erdrückt von mir. Gute Nacht, Cassie. Aber jetzt haben wir gerade das Speicherzeichen gehabt. Ich würde sagen, wir machen mal ein kurzes Break, einen kurzen Break. Und gehen zu einem anderen Spiel über. Und, achso, machen natürlich TS an. Blum, blum. Mei, war eh lang nicht mehr auf dem TS. So was.